Warst du eigentlich nachts schon mal draußen? Also beim Zelten oder bei einer Nachtwanderung oder irgendwie sowas? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Und es ist dunkle, dunkle Nacht. Ich war ja gestorben in der letzten Folge. Ein Manta tötete mich. Und ich bin hier jetzt nachts am Strand und die da vorne sehen auch alle nicht so nett zu mir aus. Ich habe natürlich jetzt nichts mehr. Aber hier sind ganz viele Dodos und ich glaube, Dodos sind meine Freunde. Deswegen gehe ich jetzt hier drüben hin. Ich muss jetzt erst wieder Sachen einsammeln. Mir ist kalt, ich habe auch kein Feuer und nichts. Feuer wäre grundsätzlich aber, glaube ich, ganz gut. Ich muss nur erstmal wieder eine Hacke bauen, glaube ich. Und ja, mal schauen, wie weit ich da jetzt komme. Zack, zack. Die Rezepte verlernt man, glaube ich, nicht. Da bin ich ganz froh. Also, was diese Lichter da sind, das weiß ich immer noch nicht so genau. Warte mal. Ihr habt mir das wahrscheinlich mittlerweile schon in die Kommentare geschrieben, weil ich ja weiß, dass ihr sowas immer wisst. Und ich natürlich nur nicht. Aber ich nehme mal ein paar Folgen am Stück auf. Deswegen habe ich die Kommentare jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. So, jetzt gucke ich mal. Wie sieht's denn aus? Nee, ein Hut. Ach Gott, ja, ich habe jetzt auch nichts mehr an. Das ist natürlich traurig. Da mache ich erstmal einen Hut. Und dafür brauche ich Holz und Stroh. Das mache ich mir gleich. Aber den Hut kann ich schon mal aufsetzen. Schau mal. Das ist doch ein Anfang. Und es ist natürlich mitten in der Nacht. Ist es ja auch schon ein bisschen gefährlich, oder? Ich fäll mal diesen Baum hier. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich dresche jetzt einfach mal da drauf ein. Aber dann kann ich mir eine Spitzhacke, ein Werkzeug machen. Ist vielleicht einfacher, wenn ich sowas dann habe. Meine Armhände, das tut bestimmt richtig, richtig weh, ey. Ich hoffe, ich kann auch mal bald meinen ersten Dino zähmen. Das war ja eigentlich mein Plan. Aber irgendwie will das nicht so funktionieren. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche noch Holz. Es ist kein Holz gefallen. Nein, wie gemein. Okay, Faser, Narkobeere nehme ich. Okay. Bitte, gib mir nicht nur Stroh. Bitte gib mir auch Holz. Jawohl, da kommt Holz schon mal zum Vorschein. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist, hier nachts Randale zu machen. Hören die Dinos mich? Ich hoffe mal nein. Oder ich hoffe jedenfalls, sie reagieren nicht drauf. Hören tun sie mich ganz bestimmt sogar. So, jetzt gucke ich mal. Ah, das Spiel sieht auch so toll aus, oder? Das sieht echt schön aus. So. Oh, ich bin defected. Irgendwie krank oder so? Ich weiß gar nicht. Okay, einmal die Spitzhacke und jetzt kann ich mir einen Feuerstein holen. Na los. Letzte Folge habe ich nur Feuerstein gekriegt, ne, bei den Kleinen. Oh, guck mal, ich habe Metall bekommen. Cool. Was mache ich denn mit Metall? Kann ich mir dann besseres Werkzeug herstellen wahrscheinlich, oder? Das ist ja sehr, sehr cool. Das freut mich natürlich. Jetzt habe ich natürlich auch nichts mehr zu essen und so, ne? Ach, ist das alles frustrierend. So, da mir kalt ist, hätte ich eigentlich auch noch gern ein Lagerfeuer gebaut. Das ist vielleicht nicht schlecht. Wie viel Uhr haben wir denn? 0 Uhr und 11, 9 Grad und ich habe nichts anzuziehen. Mann, Mann, Mann. Da brauche ich doch eigentlich nur Fasern für die Klamotten, oder? Vielleicht kann ich das... Guck mal, genau. Vielleicht kann ich hier einfach so ein paar kleine Bäumchen... ich weiß, mit einer Spitzhacke macht das nicht so viel Sinn, aber letzten Endes muss ich einfach mal gucken. So, hier, guck mal. Ja, so, das noch. Wow, ich habe mich... erschrocken hier, der Schatten von dem, das Blatt, was da hängt. Mann! So. Ich habe Hunger auch anscheinend. Guck mal, ich habe kaum noch Muckikraft. Ich habe so einen Hunger. Ich habe so Hunger. Ich muss gleich mal Bärchen mümmeln. So, pass auf. Ich esse mal ein paar Bärchen.
So, was habe ich denn noch für Beeren eingesammelt? Hier, die kann man doch auch ganz gut essen. Jetzt, Fleisch wäre echt ein bisschen besser, glaube ich. Würde auch Sinn machen, wenn ich jetzt ein Feuer mache. Aber ich sehe natürlich echt nichts. Das ist schon sehr gemein. Also im Wasser schwimmen ist auch ungesund. Das habe ich letztes Mal ja gemerkt. Das sollte man dann tunlichst meiden, außer man ist vielleicht ein bisschen besser ausgestattet. Auf alle Fälle hat der Manta mir schon sehr wehgetan. So, das mache ich mal. Was fehlt mir hier denn noch? Oh, ich brauche noch so viele Fasern, so viele Fasern. Ah, aber nächster Level ist erreicht. Den stecke ich mal in Gesundheit. Und ein Holzknüppel, finde ich, ist eigentlich auch ganz gut. Ich könnte auch anfangen, dass ich mir Sachen bauen kann eigentlich. Eine Steinschleuder wäre auch ganz cool, oder? Eine Kiste. Eine kleine Kiste, um alles Mögliche zu lagern. Ja, hier komm her. Eine Kiste. Und ein Fundament. So. Sehr gut. Oh, mache ich. Weil es mir nicht gut geht, bestimmt. Und nein, ich habe mir den Magen verdorben. Und nein, ich habe bestimmt, die Beeren waren bestimmt nicht gut, was ich gegessen habe. Ah nee, ich hatte so einen Hunger. Ah je, dann wird der Bildschirm so lila. Okay. Dann weiß ich Bescheid. So, damit mir nicht mehr so kalt ist, mache ich jetzt hier ein Feuerchen. Einmal gucken, habe ich noch ein bisschen Holz zum Verbrennen. Aber natürlich, einmal anzünden bitte. So. Jetzt dürfte mir doch dann hoffentlich nicht mehr so kalt sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Und ich hoffe auch, dass die Dinos ein bisschen Angst haben vor Feuer. Dass ich die Nacht hier einigermaßen rumbringe. Guck mal, ich könnte jetzt hier in der Nähe des Feuers doch, guck mal, die Steine mal wegmachen. Warst du eigentlich nachts schon mal draußen? Also beim Zelten oder bei einer Nachtwanderung oder irgendwie sowas? Irgendwas ist hier lila. Ach so, mein Magen. Ich habe schon wieder so einen Hunger. Ach Mensch, wenn ich nicht bald was zu essen kriege. Aber die Nacht ist einfach auch so schrecklich. Was ist das denn für eine Beere? Nicht lecker, aber ihr Saft. Ach, das ist die, die ich schon mal gelesen hatte. Ja, okay, ich verstehe. Was ist denn mit der Beere? Sie ist lecker und kann für Farbe genutzt werden. Wenn sie lecker ist, wird sie jetzt erstmal für meinen Magen genutzt. Es tut mir sehr leid. Aber es hilft mir nichts. Ich muss ja was essen. So, jetzt hoffentlich steigt das wieder ein bisschen. Ja, jetzt wird mir wieder kalt werden. Aber so ist das in der Nacht. Ich muss erst, ah, guck mal, 36 Stroh dazu gekriegt. Das sind doch Fasern, oder? Hoffe ich mal. Ich gehe mal hier zum Feuer. Da ist mir dann wieder nicht mehr kalt. So, ich bin wieder. Jetzt ist mir wieder muggelig warm an meinem Feuerchen und jetzt gucke ich, ob ich Kleidung herstellen kann. Nein, wirklich, dass es Stroh ist, was anderes. Echt? Oh nein. Okay. Das ist aber mies. Dann mache ich die Palme da vorne vielleicht noch weg. Was ist hier mit der? Kann ich die auch wegmachen? Was ist mit dem Stein hier? Der will nicht. Mir ist immer noch kalt. Ja, ja, ich weiß schon. Sehr schön. Gut, guck mal. So, ich gehe mich wieder aufwärmen, ne? So, sehr schön. Und kann auch mal gucken jetzt. Ah, es reicht immer noch nicht. Aber ich könnte mal hier in mein Feuerchen reinschauen, ob ich da noch wieder Holz... Ja, guck mal, da ist nämlich nicht mehr viel. Da muss neues Holz rein. Nicht, dass mir das Feuerchen noch ausgeht. Das fehlt mir dann auch noch. So, dann gehe ich die Pflanze jetzt mal abholzen, wa? Oh, nachts echt hier Holzfällern. Weißt du, man sieht nichts. Es ist alles echt gefährlich, ey. Mann! Okay. Oh, meine armen Arme. Das tut auch weh, ne? Also... So, komm her. Ach, guck mal, wie viele Beeren man hier aber kriegt. Das ist natürlich schön. Ich will mich nicht zu weit entfernen. Und ich guck mal. Oh, ich kann auch voll schnell rennen, wa? Ich bin hier voll super schnell. Super schnell. Kann ich mir schon eine Axt machen? Was fehlt mir denn für eine Axt?
Nee, eine Axt kann ich machen. Das mache ich mal für den... Da war ein etwas größerer Baum, ne? Den möchte ich gerne noch fällen. Ich hoffe, ich kann so viel noch tragen. Ein Hemd kann ich machen, sehe ich gerade. Und nein, mein Feuer ist ausgegangen. Mist. Das ist nicht schön. Ich mache das mal wieder an. Hoffe ich. Oh Gott, nur ein Holz. Naja. Kann ich hier auch Stroh reinmachen? Ja, Stroh geht auch. Warum kann ich das nicht... Ach so, 100 ist das Höchste. Okay. Und dann mache ich das so, oder? Sollte passen, denke ich. Okay, und Fasern habe ich nur 10 Stück. Warum habe ich nur so wenig? Oder habe ich irgendwo welche übersehen? Strohfasern, ne, okay. Na gut. Aber es wird langsam hell, siehst du das? Oh, Sonnenaufgang. Perfekt. So, und ich habe ja jetzt eine Axt. Das heißt, ich kann auch... Oh, oh. Ich bleib hier schön an meinem Feuer. Geh bloß weg. Ich tu dir nichts und du tust mir nichts, okay? Wir tun uns einfach gegenseitig nichts. Wie wäre das? Ist das ein Deal oder was? Bleib mir hier von der Pelle, ey. Ah, wie schön, wenn das hier so langsam hell wird. Voll cool. Man kann das gar nicht genießen, weil man muss laufen gucken, dass man nicht gefressen wird. Das ist ja gemein. Ah, guck mal. Aber das Tier geht da hinten hin und dann kann ich hier fällen. Ha. So. Hauptsache, der kommt nicht wieder. Oh, 30 Holz. Das ist mega cool. Okay. Nächster. Jetzt habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich sollte auch gucken, dass ich tatsächlich ein Tier demnächst mal erlege, weil man damit auf jeden Fall, also von Fleisch, wird man einfach eher satt. Also das lässt sich nur nicht abstreiten. Diese Bärenfutterei, da bin ich ja nur am Bären sammeln. Das ist nix irgendwie. Na komm schon. Fasern. Ja, gib mir mehr Fasern. Mehr Fasern. Komm, gib mir alles, was da ist. Okay, es ist nichts mehr da. Da ist das Tierchen. Stein, Stein. Ah, das ist eine Muschel. So. Lass mich mal schauen. Ah, also, oh, guck mal, 54 Holz. Das ist super. Dann behalte ich das Stroh jetzt mal für mich und packe hier mal so ein Holzchen hinein. Die Holzkohle packe ich raus. Naja, mal gucken. Aber vielleicht auch nicht alles, oder? Also, kann ich das hier nicht irgendwie... Wie? Nee. Kann ich den alphabetisch neuen Ordner... Da kommt doch irgendwas. Der kommt hier mir verdächtig nah, ne? Also, finde ich echt nicht so ganz, so ganz sympathisch hier. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die Nacht zu überleben. Aha. Ich mach mal wieder Feuer an. Geh weg. Geh bloß weg. Guck mal, wie schön. Ah, wie schön das aussieht. Ein neuer Tag wird beginnen. Und ich habe die Nacht überlebt. Muhahaha. Ich freue mich. So, die Kiste. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche Holz nur. Guck mal, dann könnte ich mir schon mal eine Kiste bauen. Dann mache ich das doch mal. Dann mache ich jetzt hier mal... Das kann man ja wahrscheinlich schon Inventar öffnen. Ja, so ist er gestapelt. Pass mal auf. So, herstellbares. Eine Kiste, bitte. Yeah, ich baue eine Kiste. Was brauche ich denn für den... Holz und Fasern. Okay, ich muss da echt mehr Zeug sammeln. Aber ich kann jetzt hier eine Kiste hinstellen und da kann ich mal mein ganzes Geraffel reinschmeißen. Haha! Ich habe eine Kiste gebaut und der Morgen kommt. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Deine Damakasch. Oh, yeah.
we'll stick together.